Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo, gleiche Stelle, gleicher Ort, geht's weiter, Leute. Tut das gerade in der Seele weh, hier an den ganzen Eisensteinen vorbeizugehen? Stein entsorge ich mal. Das lasse ich mal. Ich könnte auf dem Rückweg halt ein bisschen was mitnehmen, wenn wir da noch Platz haben. So, mal eben durchchecken. Stoffen können wir zur Not auch entsorgen. Gut. Schon wieder irgendwas gehört, ja. Junge, wo bist du denn? Da bist du. Festgebackt. Zahnräder, Wahnsinn. Naja. Aber hier lag ja gestern auch schon so viel Eisen rum. Könnte man also später nochmal mit dem Shepherd zusammen hin. Jetzt geht es halt echt erstmal um Scrap Attack. Zahnräder findest du ohne Ende, ey. Juti. Weiter geht's. Komm in die heiße Zone. Das wäre schon echt fast schon wieder schade drum, ne? Wenn wir was scrappen würden, bestimmt 250, 300. Decktwäsch, Sicherung. Ja, gut, 200, 4 Rohre. Also hier stand auch noch nie was rum, oder? Dieses Stück der Straße hier. Dafür hier immer alles voll, ey.
Ähnlich ein Garagentor, ey. Platz für. Ist hier schon fast gelohnt, den Brennstoff, den ich mittlerweile weggeschmissen habe. Der dritte Tag, Leute. Der dritte Tag auf dem Server. Und noch immer kein Garagentor. Und zum 5000. Mal hintereinander diese verkackte Beetblaupause. Fässer kann ich gleich mitnehmen. Jetzt mal sneaky ran hier das Ding. Weil hier stehen echt ja ohne Ende Butzen. Also hier in dem Bereich. Die beiden Babos sind auch hier. Und bisher hat nur immer ein Treffen hier. Also bei den anderen beiden vorher. Ich gucke erst wieder nach der Waffenkiste eben. Da. Rohre. Nur diese Pisskisten. Oh Mann, ey. Gut, es wird eh dunkel. Wenn wir den Rückweg anstarten, werden auf jeden Fall noch mal die beiden Dinger mitnehmen. Zumindest der erste könnte schon wieder Loot respawn haben. Der hier vorne vielleicht auch, das manchmal geht das recht zügig. Das ist das Wegdruppen der Samen, diese komische Geräusche machen.
Jo, jo, jo. Der wird noch nicht wieder da sein, der war mir gerade erst. Ja, ich überlege gerade, ich könnte natürlich schreddern hier. Aber wenn dann bei dem hier. Ist noch nicht wieder da. Ich muss aber wenigstens mal einmal eben. Das ist nicht von mir. Kann natürlich noch von ihnen sein. Hau bloß nicht wieder ein Airdrop hier hin. Jedes Mal, wenn wir voll sind und am Looten sind hier. Nicht Tektwisch geben müssen. Ich habe Tektwisch reingepackt, ne? Ich Idiot. Ja, keine Kamera oder sowas. Komm, scheiß drauf. Eh noch kein Garagentor gefunden. Ich glaube 12 oder so habe ich eh zu Hause. Klar bräuchten wir mehr dann. Aber solange wir es noch nicht haben. Na komm, wir sind fertig. Gut, ja, das bringe ich nach Hause. Ich werde jetzt den anderen Supermarkt nicht noch mitnehmen. Bei uns bei der Bude schmeißen wir wieder hin. Also Outpost die Ecke. Ja, 350 Scrap jetzt, ein Run. Nicht so schlecht. 8 Dingens dabei. Negan. Joa, ein bisschen Heiko. Alles gut, alles gut.
Ganze viermal, dann haben wir die Werkbank. Ein ganzes Fass, euer Ernst. Ja, scrappen kann ich jetzt eh nicht, aber ich meine, ich habe es ja gerade gescrappt, aber zum Outpost kann ich jetzt eh nicht gehen. Der beknallt mich gleich. Ja, Schüsselrichtung so ein bisschen. Schaffe ich eh nicht mehr, bis er unten ist. Muss erst rein, mich ausleeren. Ich meine, wir können vielleicht mal Richtung gehen und ein bisschen sneaky, aber es ist ja noch dunkel. Wenn das Feuer unten den See kriege ich dann eh nicht mehr mit. Werde ich mir schenken. Auf jeden Fall ein bisschen Zeug, kann ein bisschen craften. Jetzt in der Nacht werde ich mir mal Holz machen, schenken. Und dann müssen wir mal gucken. Oder ich muss dann jetzt gleich mal gucken, wie wir das Ölmoped verbauen. Ach, das ist drüben in der anderen Kiste. Wo ich am besten was dran baue. Die Raffinerie meine ich natürlich. Da ist sie. 300, joa. Mal 3, ne, glaube ich. Sind 900, also. Das lohnt schon. Ansonsten sehe ich, kann auch noch mal 2 Picken machen, da haben wir so auch kein Problem, aber die haben wir eh noch nicht verloren. Da ist irgendwie noch keiner gestorben, seitdem wir die Picken haben, wenn wir farmen waren. Soll keine Beschwerde sein, ne? Ja, nehmen wir gleich mit hier. Können wir auch schon mal mitnehmen und Stoffen und Leder. Mitte. Kann ich nämlich mal ein bisschen Rüstung machen, da sieht es ja auch mau aus. Ich meine, wir haben noch Suits zur Not rumliegen. Ja, da muss ich mal überlegen. Keine Ahnung, ey. Könnt natürlich. Wir können ja mal eben ganz kurz gucken. Also geplant war ja eh hier die Wand raus. Oder unten halt da. Und dass wir da nochmal einen Aufgang machen. Umgehen wir leider die Geschütze hier, aber gut, das könnte ich nicht ändern. Aber eine Hedge haben wir sogar noch. Also die könnten wir da oben reinsetzen direkt. Oder wir müssten halt beide Wände rausnehmen. Dann könnte ich die hier rausnehmen. Da könnten wir die
Na, ihr wisst, hier die Ölraffinerie hinsetzen. Problem an der Sache ist, die müsste halt ringsherum von Wänden umgeben sein, deswegen wird das wahrscheinlich nicht passen. Müsste ich echt hier was Neues dran setzen. Scheiße. Ja, müssen wir mal gucken, wenn hell ist. Gut. Ja. Etwas kürzere Folge, Leute. 21 Minuten. Kommt ihr auch mal mit klar. Gab ja auch schon genug längere in dieser Staffel. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen. Wahrscheinlich wieder. Ich muss mal gucken. Vielleicht gucke ich auch erstmal alleine, wo wir da am besten irgendwas dran bauen und schauen wir mal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.